Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bloons Adventure Time Tower Defense. Weiter geht es. Ich würde ganz gerne mit euch die beiden Maps machen, die ich ohne euch schon gemacht habe. Zumindest euch kurz zeigen. Ach, witzig, ich habe gar keine Medaille dafür bekommen. Candy Fontaine habe ich nämlich gemacht. Und... Nö. Negativ. Die hatten wir eh schon gemacht zusammen. Das waren zwei rote gewesen. Das müssen hier die gewesen sein. Aber sind sie nicht. The fuck? Okay, da ich keine Medaille dafür bekomme, ist das gut. Ja, das heißt also, ich muss tatsächlich, wir können es komplett eh noch wieder von vorne machen. Ich würde ganz gerne das hier machen. Das Candy-Königreich. Aber hier kriegen wir auf jeden Fall noch, oder wir schalten erstmal den Rest frei. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Aber wo ist denn die Karte, die ich gespielt habe? Hier, die hatte ich gespielt. Pizza Sassys, das war sie gewesen. Aber cool, wir haben keine Medaille bekommen. Das ist gut, das ist wirklich gut. Warum kann ich das hier noch nicht machen? Das ist irgendwie noch gesperrt. Okay. Was sagt uns als nächstes zu? Hier ist ein... Das okay. Gibt es denn irgendwo den Sniper? Ich hatte nämlich einen Sniper. Und den Sniper finde ich tatsächlich sehr gut. Den Affenmagier. Die Feuerfrau. Der Superaffe. Ist das ein Sniper? Das ist kein Sniper, ne? Haben die den rausgenommen? Das ist für mich kein Sniper, das ist ein Mörser für mich. Das ist ja witzig, die haben den Sniper echt rausgenommen. Oder man kriegt die nur anderweitig. Das ist, was ist das hier eigentlich? Ein Moloch hätte ich eher so gedacht, weißt du? Gut, dann würde ich sagen... habe ich Bock im Candy-Königreich die zweite Medaille zu machen? So, einmal hier. Auf schwer. Dann wird nämlich auch Masai dabei. Das finde ich gut. Also Sai will, vielleicht werde ich auch Masai jetzt als erstes setzen. Puh. Ja, ne? Dann lieber doch nicht. So, wir werden das mal... okay, da ich etwas... Naja, wir müssen es auf jeden Fall nutzen für die spätere Mission. Das passt schon. Aber die kriegen alle so eine heftige Reichweite. Noch dazu durch PB. Dann machen wir es so. Uff. Okay. Ja gut, die Mission ist tatsächlich sehr, sehr einfach. Habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, ne? Ich würde statt Max, würde ich wahrscheinlich jetzt gerne erstmal auf ihn hier gehen. Also die Bubblegum, die kriegen wir auf jeden Fall jetzt hin, die 1000 Bloons. Aber ich würde ganz wirklich erstmal ganz gerne Sai setzen. Wobei, wir machen erstmal Jake, alles gut. Erstmal die Bro, die Fistbrüder. So. Geh mal auf krasser, schneller. Damit wir erstmal viel Gold bekommen, ja. Dim, dim, dim. Auf zum Volltreffer. Dann die kleinen Faustbrüder noch dazu. Ja, die werden jetzt ein bisschen weiterkommen. Weil ich einfach wenig ihn auf Geschwindigkeit und Schaden geskillt habe. Ich werde erstmal die Bro-Fists haben. Und Sai wird auf jeden Fall ein fester Bestandteil meines Standardteams. Jetzt brauche ich also nicht mehr den Eiskönig setzen, wenn ich nicht weiß, was ich setzen soll, sondern einfach wirklich tatsächlich den Sai. Aber ich glaube, ich bin auch nicht bereit für Extremmission. Nach der Extrem kommt noch Umplatzbar. Ich glaube, das hat man schon mal gesehen gehabt. Ne? Umplatzbar haben wir halt wieder nur ein Leben. Ich glaube, dafür sind wir einfach noch nicht stark genug. Erstmal fehlen da die Items für die Verbündeten und fehlen halt entsprechend auch die Upgrades für die Helden. Ne? Und die Möglichkeit, mehr Geld zu machen. Ich glaube, so was in der Bananenplantage wird es ja wahrscheinlich nicht geben. Also wir müssen tatsächlich Jake nutzen als Geldlieferant. Eine andere Möglichkeit sehe ich aktuell noch nicht. Sehr gut. So, jetzt wird Cash generiert ohne Ende.
Jetzt werden die hoffentlich noch nicht mehr so weit kommen. So, erstmal gelenkiger Dingensen nochmal. Dann noch ein Schwertkämpfer dazu. Oh, er ist gerade so, dass er nicht angreifen kann. Das ist ja schade. Gibt noch eine Keulen hat dazu. Der hat aber eine schöne Range. Und lass jetzt mal PB setzen. Gegen die Tarnmunds, die bald kommen, dafür können wir wieder ein Psy setzen. Aber erstmal finde ich PB wichtiger, damit sie ihre Mission erledigen kann. Guck dir die Reichweite an, Alter. Ist das krank, ey. Die Range, Mann. Ja, und alle natürlich in ihrer Range bekommen entsprechend diese, diesen Buff, ne? Das ist auf jeden Fall super, super nice. Jetzt noch Psy. Er hat auch eine sehr, sehr hohe Grundreichweite. Oh, er kann gleich am Anfang drei Dinger machen. Verletzer erhöhte Reichweite, okay. Können mehr Bloons treffen. Auch wieder eine Durchschlagskraft, das heißt, statt zwei können wir dann vielleicht drei machen. Hier haben wir noch den, ne, seht ihr den Schaum? Das heißt, ich kann mir nämlich dieses hier sparen, super intelligent. Tarnung nachwachsen war das, ne? War das Tarnung nachwachsen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Vom Schattenklecks getroffene Bloons nehmen für kurze Zeit doppelten Schaden. Sehr nice. Suchende Wurfsterne, das heißt, diese Wurfsterne sind nie mehr umsonst. Ja, die werden also immer. Die treffen immer irgendwas. Der macht so schnell so viel Schaden. Ja, okay, mit dem kann er noch nicht mithalten. Extra Schaden gegen Mobs. Mehrfachwurf. Lecker. Tetsubishi. Zai wirft mit Stacheln besetzte Fußnageln in den Weg. Königliche Präsenz. Also wir können uns so heftig krass aufboosten. Erfordert ein höheres Level. Gut, dann gehen wir erstmal hier so in die Richtung, dass wir hier ein bisschen aufrüsten. Das brauchen wir tatsächlich wahrscheinlich gar nicht. Wir werden es einfach. Ne, wir brauchen es nicht. Ich bin sehr überzeugt von meiner Verteidigung. Dann seht ihr die Fußnageln. Bleiben die über die Runden oder verschwinden die dann? Ne, verschwinden, okay. Sie kriegt mal hier königliche Präsenz, dass die anderen mal eine schöne Reichweite dazu bekommen. Ist das krass, ey. Guck dir die Range von den allen an. Das mit der Melodie machen wir noch. Ich weiß gar nicht, ob die alle in der Umgebung dann mehr bekommen. Und dann machen wir noch Max dazu. Guck dir die Reichweite an. Das ist wie so ein richtig dickes, schönes Affendorf. So, erhöhte Reichweite, mehr Pfeile, noch mehr Pfeile, schärfere, heiße Spitzen. Und eigentlich brauche ich tatsächlich, glaube ich, keinen Skill, um die Moabs zu schädigen, weil wir so viele Skills haben, die extra Schaden am Moabs machen. Ne? Seht ihr das? Moab Schlitzer, dann kommen wir hier noch. Aber das muss ich tatsächlich machen, bevor ich das machen kann. Ne? Schneller Wurf, Schwachpunkte noch. Ich versuch's mal diesmal ohne diesen teuren Skill, um Moabs festhalten zu können. Ohne einen Festhalteskill. Genau, Blumenwissenschaft brauchen wir. Das ist ihr Skill, um an Moabs mehr Schaden machen zu können. Und wir werden hier noch die Range oder das verbessern, was für sie ist. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von ihr. Wir haben jetzt auf jeden Fall wie viel? Ja, okay, wir haben es voll. Scharfschützen dann nochmal die Range erhöhen. Das ist total bescheuert. Ja, easy. Also wir brauchen tatsächlich auf kürzeren, also auf Maps, wo die vielleicht noch ein zweites Mal vorbeikommen, auf jeden Fall keinen Skill mehr, der unglaublich teuer ist. Können wir natürlich machen, ja, ist möglich. Aber dann sollten wir doch lieber einen anderen. Das war's auch schon. Sollten wir uns tatsächlich mal jetzt an diesen anderen, an diese andere Schwierigkeit ranmachen? Ich glaube schon, ne? Weil ich fand das jetzt gar nicht schwer. Gerade hier auf der Map ist es ja relativ einfach gewesen. Wieder kosmische Essenz, nice. Zwei Stück sogar? Holy moly, ist das viel. Dann werde ich sagen, werden wir langsam uns mal ein extremes ranwagen. Vielleicht sogar auch auf der Map. Hm? Why not? Wollen wir es versuchen? Eine Bohrpfeile. Uff, das ist für Dings, wa? Ah, nee, doch hier für Max. Aber Max hat die Kuh nice. Das heißt, wer ist das hier? Und wer ist das hier? Aber für ihn. Oh, für ihn. Uiuiuiuiui. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, vielen Dank.
Sai bekommt nochmal 10% Attack Speed dazu. Und nochmal 1% für je 2 Sterne. Ach du Scheiliger. Finn hat noch etwas? Oh, Sammel Finnkuchen haben wir sogar auch. Nice, Stufe 3. Das heißt, wir können ja einen Verbündeten mitnehmen. Und er kriegt nochmal welche Stats dazu? Wow. Ach okay, das ist fliegender Tritt, betäubt und steht Blut in der Mob-Klasse. Nice, super gut, super, super gut. Ja, also auf jeden Fall werden wir uns in demnächst das Extremer reinziehen. Wir nehmen die noch mit, da können die nämlich auch betäuben. Heftiger, heftiger Schneißer. So, nice Zeug. So, kriegen wir noch eine Silberkiste. Nehmen wir die auch mit. Kriegen wir, was kriegen wir hier Schönes? Zwei Tränke. Oh, Verzeihung. Ich bin immer nicht daran gewöhnt, dass wir hovern können mit der Maus drüber. Ach, es wird schon für irgendjemand gewesen sein. So, Abracadaniel. Oh. Zusätzlich plus Captain Rüsseltiers Augenklappe. Wenn Captain Cassie oder ein Charakter der Captain Rüsseltiers Entermesser trägt, damit ausgerüstet. Oh, das ist aber viel. Ja, nehmen wir mit. Finde ich gut. Finde ich gut. Können wir gleich Cassie geben. Der ist auch ganz cool, aber Verbündete brauche ich tatsächlich nicht so sehr wie Upgrades für meine Charaktere. Und dann kriegt sie die schöne Augenklappe. Wir sind natürlich auch noch nicht optimal ausgerüstet. Ich meine, wir haben immer noch zwei Slots hier übrig. Können wir mal gucken, was hier noch so am Start ist. Reichweite Angriffsgeschwindigkeit. Wenn Finn oder Eiskirch damit auch. Okay. Wir machen hier einen Schaden mehr an Schildbluns. Ja, ausrüsten. Auf jeden Fall. So, dann ist sie ausgerüstet, dann kriegt der König das noch. Der hat auch nichts, ja. Kein Wunder, dass er so kacke ist. Dann kriegt er das hier. Finn hat nämlich schon genug Items. Mehr Schaden an Keramix. Schildblumen war es gewesen. Mehr Angriffsgeschwindigkeit. Upgrades. Ja, die hat nämlich teure Upgrades. Ich würde tatsächlich sagen, gehen wir das mal. Das finde ich auch nicht verkehrt. Wen setzt man denn sonst noch regelmäßig? PB, ist die voll? Ja. Finde es definitiv voll. Brauche ich nicht gar nicht. Gut, ich habe es trotzdem gemacht. Sicherheitshalber. Oh, hier fehlt noch eins. Okay. Plus 3 Durchschlagskraft bei Nahkampfangriffen. Oh, das ist aber auch gut. Wenn man einen Soda. Super Pop trifft den Nagel auf den Kopf. Pass auf Bloons. Ja, gut. Nicht gut. Wobei das bei ihm. Nee. Wechsel mal. Lass mal ganz kurz hier Items angucken. Ach, guck mal, hier steht zum Beispiel nicht. Das ist ja schade. Eine Durchschlagskraft. Wir tauschen das gegen das mit 3 Durchschlagskraft. Der da. Sehr gut. Ja, wir haben ja super viele heftige Stats. 9 Durchschlagskraft. Heftig. Gut, dann lass doch mal ganz kurz. Hier können wir noch Bronze machen. Na, fuck. Okay. Ah, es gibt noch so viele Maps hier, ist ja Wahnsinn. Hier machen wir auch noch. Hier machen wir noch. diese Mission. Die ist nämlich mit diesen Deffern da, ne? Wo sich da welche in den Weg stellen, was ich echt cool finde. Na, hier Hotdog, die Hotdog-Prinzessin da. Oh, hier, zack, zack, zack. Das ist echt cool. Also Hotdogs sind im Prinzip die Kackehäufchen von der Prinzessin, ne? Das ist euch schon klar. Und Jake hier noch hin. Oh, kommen wir zu Faustbrüdern. Und dann haben wir diese Runde eigentlich auch schon relativ einfach geschafft. Das heißt echt nice. Guckt euch das an, wie viel Defense wir haben. Wenn wir jetzt noch so ein... Ja, eigentlich brauchen wir das gar nicht, ne? Den brauchen wir, wie gesagt, auch wieder nicht. Ja. What's up? Was, glaube ich, überhaupt ein Upgrade brauche oder ob wir einfach Faustbrüder gleich machen? Oh,
Ah, da haben wir vier Dinger schon, das ist so krass. Die halten natürlich nicht viel aus, wahrscheinlich so 5 Balloons, denke ich mal. Mehr wird es auch nicht sein, aber das reicht ja aus. Ich meine, die kommen ja eh nochmal vorbei. Und dann sind jetzt zwei aufeinander. Nice, 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 nice. Also wir werden auf jeden Fall, ich denke, die erste Extrem-Map werden wir auf der Map, die wir gerade gespielt haben, nächste Folge machen. Das würde mich sehr interessieren, was Extrem dann ist. Wahrscheinlich auf jeden Fall ein BFB, denke ich. Aber wir machen jetzt natürlich, jetzt haben wir auch noch einen fliegenden Tritt hier freigeschaltet. Bei ihm. Das heißt, dass wir da auch nochmal zusätzlich die Balloons betäuben, die Mobs betäuben können. Das ist ja auch eine sehr lange Map gewesen, ne? Die gerade eben. Wir können sie regelmäßig schnell angreifen, oder oft lange angreifen. Oft und lange. Da bin ich gespannt, was bei Extrem kommt. Könnte ich mir vorstellen, sind 60 Runden. Bei Plus könnte es dann 80 sein. Und da kriegen wir natürlich, je eher wir halt die Faustbrüder machen, umso mehr Geld bekommen. Okay, ne, die halten ein bisschen mehr durch. Oder? Ja, okay. Ja, das ist okay. Das war bewusst gewesen, dass die da das aufhalten sollen. Damit wir umso schneller die Faustbrüder machen können. Wir haben es jetzt in Runde 11 bekommen. Ja? Sonst ist es immer Runde 14. Das heißt, 3 Runden zusätzliches Geld jetzt nochmal. Das ist sehr gut. So, jetzt gibt es auf jeden Fall Schwertkämpfer und krasser Schneller. Jetzt sollten da die Leute nicht mehr, die Balloons nicht mehr so einfach durchkommen. Ding, 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 ding. Ja, okay, passt schon. Passt schon, die Grünen, die machen wir noch nicht so viel Schaden. Wenn wir Max hinsetzen, ne? Aber ich würde es ganz gerne so machen, dass er nicht den unteren, den Pfad da treffen kann, ne? Weil er soll hier schön dagegen zack, zack, zack angreifen. Na ja, mal jetzt den fliegenden Tritt, 1000 Gold. Easy going auf jeden Fall. Das wird einfach werden. Ich find's cool, wenn wir so eine Map haben, die uns auch unterstützt. Elektrisiert ist halt gegen uns und die ist halt für uns. Ich weiß nicht, ob die mit Elektrisiert eine Karte heißt. Die eine Karte im Lemon Grab. So, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt erst einmal PB setzen. Müssen wir mich abgeschossen gehabt mit der, ja. Und Level 10 brauche ich einfach für die zweite Quest. Deswegen sollten wir auf jeden Fall hier mal langsam. Ach, die Range, guckt euch die Range an! Langsam mal auf Level 10 kommen. Und die kann halt alle buffen in der Reichweite. Das ist so krass. Wo setzt man denn Psy hin? Psy hat auf jeden Fall auch eine sehr hohe Reichweite. Ich würde sagen, wir setzen ihn hier hin. Ich glaube, hier waren die genau Suchenden. Suchenden ist auf jeden Fall schon mal das, was ich als erstes machen möchte. Obwohl es keine Wurfstände sind, das sind eher Wurfpfeile, die ich hier schieße. Ist das geil. Wir haben jetzt endlich einen Ninja-Affen. Mehrfachwurf, ja, auch wichtig. Ja, wir können den Ninja so krass aufboosten. Das ist easy, Freunde. 2, 4, 6 Stück stehen hier. Ich glaube, es kann vielleicht auch maximal eins von 6 sein. Kann das sein? Maximal 6. Königliche Präsenz, einfach mal ein bisschen mehr Range und Durchschlagskraft. Heiße Spitzen. 2, 4, 6. Ja, 6 ist Maximum, okay. Das ist aber auch in Ordnung. Guckt euch das an, Alter. Easy, Leute, easy. Guckt euch das an. Mehrfachwurf, nochmal ein paar mehr. Let's go. Aber vielleicht noch den Eiskönig hier in die. Ah, der ist zu dick leider, aber. Ja, doch, können wir trotzdem noch machen. Ja, er kriegt noch. Ja, brauchen wir noch nicht für Morb ausstatten alles. Zack, hier machen wir noch. Nö, noch nicht. Ich würde sagen, wir rüsten hier erstmal ein bisschen weiter auf. Ne? Vier Gold sparen wir, nochmal 4 Gold. Und hier sparen wir sogar 11 Gold. Zeit zu platzen. Wahrscheinlich 50 oder 100.000 Blut oder so geplatzt, ha? Huh? Ohne 37. Wenn wir langsam mal Richtung Moab-Schaden gehen. Na, ja, Tamus wollen wir jetzt tatsächlich nicht sehen. Durchdringt mehr Blumenschichten. Oh, nice. Zack, schneller einfrieren. Eispfeil muss auch. Das ist eine richtig schöne Waffe, oder? So ein Eispfeil. Und Zeichen des Todes machen wir noch. Ah ja, Tetsubishi kommt da noch, ja. Aber die brauchen wir aktuell nicht.
Yeah! Und gleich kommen die ersten Mobs. Wollen wir das hier noch machen? Die Balloon-Wissenschaft. Schwachpunkte noch und dann haben wir schon mal gegen den Mob im Prinzip alles. Guckt, Alter, guckt euch das an. Ah, herrlich. Ich glaube, Max hat nicht mal einen Schaden machen können an ihm. Heftig. Also, wie gesagt, ich find's gut, wenn es hier irgendwie noch durch das Faustbrüder, wenn ich davon noch eine Information kriege, wie viel Geld ich schon generiert habe. Na, das finde ich ganz nice. Und vor allem das hier noch, ja, dieser schwarze, dieser Fleck da. Dass sie einfach doppelten Schaden bekommt für kurze Zeit. Das ist so krass heftig. Easy. Nice. Und dann nehmen wir die Kiste noch mit. Sehr schön. Ah, Kisten, Kisten, Kisten. Klack, 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 klack. Jetzt wieder Dinge en masse. Wieder eine neue Kraft haben wir erhalten. Diese Kraft ist die Macht von Umarmung. Verwendet alle Blooms bis hin zu Mobs in rote Blooms. Na, okay. Und wir auf jeden Fall eine blaue Wunschkugel. Mhm. Knack das Ding. 120 Erfahrung brauchen wir nur noch. Oh, zwei blaue. Ein Wurzelschwert. Ein Schaden. Das Schaden ist übrigens, wie viele Blumenschichten man kaputt machen kann. Das ist wichtig. Großer roter Knopf erhöht den Explosionsaus um 10%. Ricardio. Das ist ähnlich wie wie die Dinger da. Ihr wisst schon. Was hat er für ein Schwert, ist die Frage. Das ist immer wichtig. Das ist wie diese Barrikaden da hier. Hätte man auch mitnehmen können. Aber blau ist wichtiger. Vielleicht kriege ich ihn hier nochmal? Ne, Rasierfledermäuse. Piraten-Crew, die nehme ich mit auf jeden Fall. Es kann sein, dass die tatsächlich auch auf dem Wasser gesetzt werden können. Sollte ich also diese elektrisierende Map spielen, dann ist es wichtig, die dabei zu haben. Gut, Punkt 1, Casey erstmal ausrüsten. Mit diesem Verbündeten. Punkt 2 ist seine Waffe. Mehr Geschwindigkeit. Aber es ist besser, dieses Schwert zu haben. Alter. 1 plus 4, je 4 Sterne. Ah, verdammt, es fehlt noch ein Level. Dann machen wir 2 Schaden. Das heißt, statt rot machen wir dann grün kaputt, ne? Wenn es rot, blau, grün ist. Heftig, da machen wir immer instant grün kaputt. Das ist wirklich 4. Das ist wirklich eine richtig starke Waffe. Das kann man nichts anderes gegen sagen. Dann haben wir noch ein Achievement. Zerplatze 250.000 Bloons. 250 Gold kriegen wir dafür. Wie viel Achievement gibt es hier eigentlich? Oh, viele. Okay. Sehr nice. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ja, so viel sind es auch wieder nicht. 50.000 Kristalle beim Marshändler aus. Ah ja. Ah ja. Halte den Mars für insgesamt 7 Tage. Oh, den Mars von einem anderen Spieler. Ah, okay. PvP-mäßig gibt es ja scheinbar auch noch was später. Aber meine lieben Freunde, an dieser Stelle werden wir erstmal eine kleine Pause machen und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder bei der ersten Extremmission, denke ich. Oder wir holen uns erstmal den Magier. Hm, gute Frage. Na gut, wir schauen beim nächsten Mal weiter. Haut rein, Leute, bis dahin. Ciao, ciao.